Hallo und herzlich willkommen hier zu dem Teamkampf gegen Dark Souls auf Server 3. Hardcore Heroes sind wir gegen, wie schon eben gesagt, die Dark Souls. Wir schalten direkt rein. Luki 99 hier am Start gegen Schalkerboy 77 von uns. Die Skills bzw. Stats sehen nicht gut aus für Dark Souls. Müssen wir mal schauen, wie hier die Trophäenverteilung ist. Dark Souls hat 3 Trophäen. Oh, wie oft ich das jetzt in der letzten Zeit schon sagen durfte. 3 Trophäen, 3 Trophäen, 3 Trophäen, 3 Trophäen. Gegen Schalkerboy 77. Wir haben natürlich nur 4 Trophäen. Ich wollte schon sagen 5, aber nein, wir haben ja gestern eine verloren gehabt und so können wir uns von Dark Souls wieder eine holen. Tittentill am Start gegen Matze, wie auch immer. Und es haben sich wieder nicht alle bei uns angemeldet. Das ist wirklich schade. Dark Souls hat mit allen gekämpft, kämpft mit allen Mann, weil ist ja eine Verteidigung für sie, das heißt, die sich nicht anmelden, sind halt mit 50% weniger Stats und Lebenspunkte hier am Start. Aber bei uns hätten sich mal alle anmelden müssen. Nun gut, jetzt wieder ausgeglichen, 20 zu 20 weiteren und Spartacus gegen Matt am Start. Spartacus besiegt Matt und somit haben wir einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet. Ach du Scheiße, was ist das für ein Name? GHJKL. Gut. Gut, oder so ähnlich heißt er. Das war bestimmt, da war bestimmt Tastatur-Rampage mit dabei, wo er diesen Namen eingetippt hat. Catwoman 24 kann man dann schon besser aussprechen gegen unsere Stadi. Schöne kritische Treffer hier von Stadi gegen Catwoman 24. Besiegt sie und Dominik 2914510 gegen Stadi heißt jetzt dieses Duell. Stadi könnte ihn auch noch besiegen und das tut sie auch ganz rigoros, ganz mit viel Erfahrung. egal. XKHDX jetzt gegen Debbie O von uns. Dürfte Debbie O auch keine Schwierigkeiten hier machen. Mit einem kritischen Treffer besiegt sie hier dieses Duell. Und Yo Bro 99. Yo Bro, Alter, was geht? Wenn du das siehst, ne? Yo Bro, dann lass dich Yo Bro, Yo Bro 99, ne? Toller Held am Start jetzt gegen Yo Bro 99. Dürfte ihn jetzt hier besiegen. Der kritische Treffer tut die Entscheidung noch nicht herbeiführen, aber dieser nächste Treffer. Wie ich schon sagte, Hergi hier hat sich nicht angemeldet. Für diesen Kampf und ja, Boxfresh genauso wenig, wie man sieht. Ich hatte gerade Besuch in diesem Zimmer, mal wieder meine super nette Mutti. Jetzt Maxi-Kuh am Start für Dark Souls, hat sich natürlich angemeldet. Ziemliches Intuitionsmonster, kann ja aber gegen unseren Helden, tollen Helden, nicht bestehen und wird besiegt. Mardcore jetzt am Start, 5 Helden, ne? Ich muss schon ordentlich schauen hier, 5 Helden im Vorsprung, also den haben wir schon ordentlich rausgearbeitet hier. Mardcore gegen Everell, besiegt ihn. Ja, Herm jetzt am Start für die Dark Souls, beziehungsweise das Team Dark Souls. Und Mardcore weicht hier in einer Tour rigoros aus. Und ja, Herm wird hier besiegt und Tetral kommt in den Ring gegen Mardcore. Ganz locker, flockig hier. Mardcore wird besiegt, leider von Tetral und Robi Robin kommt hinein und wird hier Tetral mit einem weiteren Schlag besiegen. Ron, dieser, ich muss es sagen, Arsch. Nee, war es er? Nein, es war es, glaube ich, auf Server 1 oder so. Ach, irgendwo hat er mich angegriffen. Nun gut. Wahrscheinlich nicht hier, weil er ist ja nur Stufe 135, da kann er mich ja eigentlich gar nicht besiegen. Das wäre ja unvorstellbar. Robi Robin wird jetzt von Grixus besiegt. Ganz easy Knievel, leider Gottes. Impi muss jetzt hier ran und besiegt den Grixus wiederum für unser Team.
Zellflone, wenn ich das hier richtig sehe. Nee, Zellflone. Zellflone hat sich nicht für diesen Kampf angemeldet. Du wirst gleich ausgeschimpft. Aber nur gut für uns, für unser Team. Magus am Start, er wird hier besiegt vom Impi. Ganz locker, flockig vom Hocker weg. Genau, Impi besiegt ihn auch noch, sehr gut. Und Noob, 1, 2, 3. Und was kommt nach der 3? Was kommt nach der 3? Was kommt nach der 3? Genau, die 4. So heißt er, Noob 1, 2, 3, 4 für die Dark Souls am Start gegen unseren immer wieder sehr starken Schilflo. Jetzt gegen Six hier, der sich nicht für diesen Kampf angemeldet hat. Der kritische Treffer hat nicht ausgereicht, er muss noch einen hinterher jagen. Genauso wie Angriff hat sich auch nicht für diesen Kampf angemeldet. Schade, schade, schade für Dark Souls, dass sie wirklich so in... unzuverlässige Leute an Bord haben, aber es ist halt schwierig, ordentliche, aktive Member hier bei Hero Zero in den einzelnen Servern zu finden. Loot gegen El Peligroso. Da kriegt er einen kritischen noch mitgeliefert, konnte sich noch ganz knapp über Wasser halten, aber jetzt wird er besiegt von Bang Bro und er muss sich gegen unseren Solin hier beweisen. Dies dürfte ihnen nicht schwer fallen, weil er ja doch von den Stats her und den 20% Malus, den wir haben, eigentlich besser ausgestattet ist. Und dieser Ausweicher, beziehungsweise der Doppelausweicher, zeigt es auch. Er wird hier nicht verlieren, sondern unseren Solin. Und Erdecker muss hier die letzte Schläge für Bang Bro oder gegen Bang Bro erledigen. So, jetzt sind wir bei den letzten 5 von Dark Souls schon angelangt. Keno Vita startet die Top 5 von Dark Souls und sie hat keine Trophäen aufgeladen. Keine Trophäen für Dark Souls. Oh Mann, bitte schlagt mich, bitte. Irgendjemand soll jetzt vorbeikommen und schlagen. Ich meine natürlich Melonen, sie haben keine Melonen aufgeladen. Melonen. Genau, Melonen. Dumdum 1 am Start gegen Dr. Faust. Er hat natürlich auch keine Melone. Und Dumdum 1 wird es wahrscheinlich nicht packen, ihn hier zu besiegen. Aber wir haben ja noch genügend gute Kämpfer hier am Start, wie zum Beispiel der Momi. Momi hier gegen Dr. Faust besiegt ihn knallhart. Und ja, muss sich dann gegen Rhea, die drittletzte von Dark Souls, beweisen. Wird er nicht packen, ist ja klar wie Klösbrie. Aber naja, was soll man machen? Das Leben geht weiter, meine Damen und Herren. So, Mr. Know-It-All am Start jetzt gegen Rhea. Also ich sehe diesem Kampf nicht mehr skeptisch entgegen. Also wir werden das Ding hier locker rocken und den Sieg davontragen. Das ist gar keine Frage. Fragt sich nur, ob ich hier drankomme oder genauso wie auf Server 2 die letzten 2 Male nicht zum Zug komme. Wir müssen schauen, wie sich das hier entwickelt. Mr. Know-It-All schafft es nicht, Jackson hier zu besiegen. Das könnte ein Pluspunkt für mich sein, dass ich hier doch noch drankomme. Bobby hier mit 2 Treffern. Da streckt er den Kritischen ein. Bobby besiegt hier Jackson und Gaga. Die letzte für Dark Souls jetzt im Ring könnte doch noch dazu führen, dass ich hier in den Ring muss und meine Stärke beweisen muss. Und natürlich bleibt auch noch spannend, welche Trophäe wir von Dark Souls ergaunern. Gut wäre natürlich eine Trainingstrophäe. Dann hätten wir meiner Ansicht nach, bzw. meines Wissens nach, wieder 5 Trainingstrophäe im Petto. Aber nun gut, Super Fabi, das bin ich. Ich komme doch noch dran hier gegen Gaga. Und wenn ich Glück habe, bin ich sogar der entscheidende Knackpunkt und werde Gaga hier besiegen. Da darf sie sich nicht mehr ausweichen, beziehungsweise mir einen kritischen reinhauen. Und ja, ich weiche aus und das war der Sieg für unser Team. 770 Ehre für uns, 15.000 Münzen für mich. Und welche Trophäe ergaunern wir? Wir ergaunern eine Standhaftigkeitsfigur. Das ist eine Energietrophäe. 20% Energie für uns. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Fabey.